tatsächlich hat er ihnen nichts angetan. Also es stimmt, ja, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat den Mekkanern nichts angetan. Er hat sie nicht getötet, nicht verhaftet, ihr Hab und Gut nicht weggenommen. Ein anderer Kriegsherr wäre dort einmarschiert, erstmal die Hälfte abgeschlachtet, alles konfisziert und weggenommen und gestohlen, oder nicht? Und hier frage ich immer diese, oder stelle ich immer diese Frage, wenn wir die Nicht-Muslime fragen würden, was denken Sie nach so und so vielen Jahren Krieg mit Mekka und so weiter und so fort und Intrigen und jetzt ist er einmarschiert, was denken Sie, was hat Mohammed mit Ihnen getan, alayhi salatu wassalam? Ich bin mir sicher, über 50% der Menschen werden sagen, der hat es bestimmt abgemetzelt, einer nach dem anderen, so aufgestellt und dann zack, ein Kopf nach dem anderen abgeschlachtet. Weil sie eben ein falsches Bild haben vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul, sallallahu alaihi wasallam, hat wirklich niemanden getötet aus Mekka, wie gesagt, außer diesen einzelnen Personen, die Verbrecher waren. Kriegsverbrecher waren, die wirklich viel Schlimmes angestellt hatten. Aber ansonsten, ich meine, Mekkaner waren doch auch Krieger, oder nicht? Also, damit wir diese Situation verstehen. Die Mekkaner, die haben doch gekämpft gegen den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, oder nicht? Das heißt, es waren Soldaten. Man hätte nachvollziehen können, dass, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, ja, okay, jetzt sind wir da, jetzt bringt sie alle um, warum? Sie waren ja Soldaten, die haben ja gegen uns gekämpft. Aber Rasul alayhi salatu wassalam ist die Barmherzigkeit für die ganze Welt. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die ganze Welt entsandt. Und deswegen war nicht sein Ziel, die Menschen zu töten. Andere, die so viel Blut am Stecken hatten, die wirklich, heutzutage würde man sie Kriegsverbrecher nennen, die wurden getötet. Also da wurde eben das Strafmaß umgesetzt. Aber die einfachen Soldaten, die wurden freigelassen. Es wurde nicht jeder Muslim, also nicht jeder hat den Islam angenommen. Viele ja, aber nicht jeder. Das heißt, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hatte ihnen dieses Recht gewährt. Ja, entweder er wird Muslim oder er bleibt ein Nicht-Muslim, aber er darf in Sicherheit leben in Mekka.